Hallo und willkommen zurück bei Red Dead Redemption 1. Und in der letzten Mission wurden wir ja so eingeschossen, kann man das so sagen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal wieder zu dem da rein und starten die nächste Mission zu rein wissenschaftlichen Zwecken. Okay, bin mal gespannt, was das für eine Mission ist. Marston, Sir, it's good to see you, Wolbein. Good to see you. And you too, Professor. Forgive me, I am in a state of was mit dem wohl passiert ist, ja? Partly due to standard narcotic impulses, but also due to the fact that I have finally solved the riddle that has tormented my mind these past 8 years. Ah, da hat irgendwas genommen wahrscheinlich wieder, ne? The nature of the savage soul. What makes some societies great like ours, and others, yeah, not worse. I would never use a pejorative such as worse, but lesser. Meaning. What makes these beings less human than us? Closer to beast, on the continuum between animal and God. You know, I argued with Fortescue at Yale about this. Hab schon wieder mal so Soundbugs, ne? Right, sir, I shall mark my words. I shall show them all what civilization is all about. The redskins and the nubs at Yale. Come, sir. I have a way to sate both our desires. I will bring you, Vanderlind and me, the evidence of savages reverting to type. Come, sir. Jawohl, wir kommen schon. Der ist ja völlig in Rage. So. Ja, wo ist der wirklich mit den Pferden? Frage ich mich auch gerade. Da ist meines. Oh, auf geht's. Begleite Nastas. Was das? Oh, der arme Hund. Ich sehe, da unten rechts wurde der Hund niedergeritten von dem Professor. What were you talking about back there? Where are we going? Nastas has set up a meeting. A powwow, I think they call it. A meeting of minds, of souls. Indians and whites, academics and criminals. Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt, was das für ein Meeting ist. Nastas, this fool's making no sense. Some of Vanderlyn's men have agreed to meet with Professor McDougal up at Bearclaw Cabin. Why the hell would they want to do that? I think they are interested to find out what conclusions a white man has reached on hundreds of years of culture and society from the comfort of his hotel room. Wonderful! Do you think I could ask for a skin sample from the soles of their feet? Ja, der will natürlich gleich wieder irgendwelche Forschungen machen. Aber so sind sie halt nun mal, ne? Die Forscher sehen in allen gleich ein Forschungsobjekt. Junge, das vordere Pferd, das schlägt manchmal die Beine so weit auseinander. Seht ihr das? Das von Nastas macht ab und zu so Ohrhaxen. Oh, ein Bär. Alter Schwede, der will gleich wieder alles erschießen, was da rumläuft. Ach du Scheiße. Aber da kann ich mit meinem Wurfmesser natürlich kann ich da einpacken. Immer schön in den Kopf schießen. Ja. Aber hat das wirklich sein müssen, ha, Professor? Den Bären da gleich abzuknallen? Dann glaube ich mich auch, dass wir den eher verärgert haben, als dass da wirklich was. Wir sind hier. Gehe zur Hütte. Schnell runterspringen vom Pferd. Da waren wir doch zuerst schon, oder? Gab's da nicht, war das nicht das mit der Ballerei? Da gab's schon, ne? Hallo, Gentlemen. We come in peace. Those words mean nothing coming from people like you. Look at what you've done to us. Look at us. We live like animals, scrabbling in the dirt. Well, I have, but violence isn't the answer. Maybe you live in a different America than we. Men like Vanderlyn. Du hast diesen Schwein vorbeigegangen, habt ihr es gesehen? I think we've already experienced disaster. The likes which ich finde die irgendwie cool. Ach du Scheiße. We come in peace. Toisy says, Marston. Call this a meeting? Give me your damn weaponry. This is not what we agreed to. You shut your mouth, you treacherous snake! Holy shit! Alter Verwalter, jetzt hat der Nastas erschossen. Professor, get down now! Gut, das war wohl, das Treffen ging wohl in die Hose, ne, wenn man so sagt. Do something quick!
Schnell. Einen Schuss noch nach. Mach kurz einen Prozess mit den Bandenmitgliedern. Was machen wir, glaubst du, gerade? Liebes Spiel. Mal kurz nachladen. Der hat aber gut gesessen von dem. Der hat aber auch gut gesessen von mir. Und den da noch. So, wenn er hochkommt. Zack. Das war's. Steig auf dein Pferd, machen wir. So, scheiße, jetzt ist nass das Tote. Das ist irgendwie. Das macht mich gerade ein bisschen bedrückt. Den habe ich irgendwie gern gemacht. Machen wir jetzt mit dem Pferd von Nastas. Also schießen wir, glaube ich. Nicht, dass das die Gangster bekommen. Du hast Nastas Pferd genommen. Scheiße. Okay, dann halt nicht. Ich dachte nur, wenn die Gangster sich das holen. Jetzt ist es aber weg, schau. Ruhe in Frieden. Jupiter, so hat sein Pferd geheißen. Getting shot at will do that to you. I'm completely drained. It's like my body has aged 10 years. Ach du Scheiße. This can't be happening. Not again. You know how this is gonna end. Da einer ist da noch. Wo ist denn der jetzt hinter? Da ist er. Ja, was jetzt? Der lebt ja noch. Und der reitet natürlich weiter, ne? Ne, ist eben nicht stehen geblieben. Begleite den McDougall nach Blackwater. Machen wir. McDougall. Alter Schwede. Haben wir ja ordentlich die Straße mit Leichen gepflastert. Haben wir uns selber wieder auf die Schulter. Wieder welche. Da kommen wieder welche. Oh, wo ist denn der jetzt hin? Ah, der ist tot, okay. Einer ist noch da oben. Kehre zurück zu McDougall, machen wir. Vorher muss ich noch den da killen. Oh, den habe ich jetzt aber nicht erwischt. Scheiße. Oh, eine andere Waffe. Oh, das war's mit dem. Ah, dieses Dead Eye ist einfach sowas von geil. Das ist echt das Allergeilste. Jetzt wird wohl keiner mehr angreifen, oder? Ja, das war ganz schön, hat's ganz schön erwischt, ne? Ja, hau da sich wieder das Heroin rein, da. So you ain't planning on sleeping then? Sleep, my dear boy. I'll probably never sleep again. Never sleep again. So. Ja, Nastas, ne? Dann war's das. Jetzt auch ordentlich erwischt, ne? Safe and sound. Thank the Lord. So much for a meeting of minds. Thank you, Mr. Marston. I could be boiling in a pot right now if it wasn't for you. Get some rest, Professor. So. Gut. Schauen wir mal, was wir da vorne machen können. Können wir da eigentlich Medizin kaufen? Ich brauche nämlich unbedingt Medizin. Ich habe keine Medizin mehr und ohne Medizin wird's kacka. Was soll ich denn bei dir kaufen? Mit Ladenbesitzer reden. Ach, das sind dann das ist aber geil. Das sind Pferde, ne? Kentucky Saddler. Drei Sterne Pferd. Aber ich glaube, unseres ist doch auch nicht so schlecht, ne? Können wir was verkaufen noch? Grizzly Fell. Ausverkauft. Grizzly Herz. Ausverkauft. Grizzly Fleisch. Ausverkauft. Und Grizzly Glaube auch ausverkauft. Dann haben wir noch das da. Das bringt aber eigentlich gar nicht so wenig, ne? Jetzt haben wir schon 1028 Gold haben wir. Aber Medizin hat er keine. Blöd. Ich muss ganz kurz schauen, was wir eigentlich für ein
Dreierpferd haben. Ich glaube, das ist aber auch ein Dreierpferd, ne? Ja, ist auch ein Dreierpferd. Brauchen wir also kein neues Pferd holen. Und ich schaue mal, ob ich hier irgendwo noch Medizin finde. Und ich könnte sogar noch meine... Ah, da kann ich mir ein Ding kaufen. Genau, das machen wir jetzt noch schnell. Laufen wir noch schnell darüber und holen uns noch eine Medizin, weil die werde ich wahrscheinlich jetzt dann bald brauchen, denke ich mal, in der Mission. Ich meine, die hätte ich jetzt auch schon längst gebraucht. Und da kaufen wir uns jetzt einfach mal. Die ist nämlich ordentlich billig, eigentlich 13 Dollar nur. Habe ich nur ein paar Gegner erschießt und schon habe ich die Herrin wieder. Und mit dieser Aktion würde ich sagen, war es das für die Folge jetzt mal. Und ich danke dir auf alle Fälle fürs Zusehen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao.